war immer eine große Freude, in Paris zu sein. Man kann an jeder Straßenecke einen schönen Café finden, wo es typische französische Küche gibt. Es gibt eigentlich fast überall das Gleiche. Es gibt entweder Austern, ein Bif Tartar, Schnecken, ein Crème Caramel, ein Tartatin, ein Eclair Vanille. Alles, was ich gerne habe. Dazu ein Glas Weißwein. Der Franzose feiert einfach das Leben, jeden Tag. Lebensqualität ist wichtig, gutes Essen ist wichtig. Das ist viel wichtiger als was anderes. Es ist wichtiger als Markenklamotten, es ist wichtiger als ein großes Auto, es ist wichtiger als viele Quadratmeter in der Wohnung. Der Franzose lebt jeden Tag. Man sieht, die Straßen sind voll mit Leuten, die nehmen sich Zeit. Ich glaube, auch die Mittagspause ist nirgendwo länger als in Frankreich. Der Franzose geht Mittagessen eine Stunde, der trinkt ein Glas Wein beim Mittagessen. Das gibt es nicht, dass man zum Essen ein Glas Wasser trinkt. Das gehört dazu, egal wie warm es wird. Das ist eine schöne Art, sein Leben so zu vollziehen. Es gibt auch hier, wenn man auf die Straßen geht, es gibt jede Vitrine, ist wunderbar ausgestattet. Die Café, die Boulangerie, die Patisserie. Man sieht die Auslage, also sowas gibt es in Deutschland und in Österreich nicht. Es gibt viele andere Sachen und ich bin liebend gern in Österreich, aber ab und zu vermisse ich schon diese Möglichkeit, da ein schönes Stück Kuchen mit einem schönen Kaffee auf so eine Terrasse zu trinken.